Man könnte glauben, dass vor allem in Zürich alle Gastrotrends geboren werden. Weiter neben. Etwas Innovatives und richtig Gutes kommt aus dem Herzen der Schweiz, vom Wetterhorn bei Hasliberg. Junge Gastronomen zeigen den Städten, wo der Bartli den Most holt, oder viel besser gesagt, wo der Bartli den Schnaps brennt. Zwischen Brienzer Rothorn und Graustock liegt das beschauliche Hasliberg. Und genau da das Hotel Wetterhorn. Hier wurde eine echte Schnapsidee geboren, der Heuschnaps. Also Heu naheliegend gleich, Berge, Natur, Gras, Stroh, Heu. Gras, Heu, etwas ausschenken können in den, unseren Gästen. Ja, darum haben wir etwas gebraucht, wo es noch nicht unbedingt so gibt. Der Heuschnaps ist mittlerweile bis weit über das Haslital hinaus bekannt und beliebt. Trotz ganz bescheidener Anfänge. Wir haben eigentlich angefangen, im Restaurant oben etwas kreieren für die Gäste nach dem Essen, als Absacker, als Dankeschön. Und ja, haben dann eigentlich gemerkt, dass es oft mal extrem einen Andrang findet, dass so der Bar plötzlich Drinks daraus gemacht werden und dass die Leute einfach auch so trinken. Und so ist das eigentlich entstanden. Wir haben am Anfang in ganz normale Flaschen abgefüllt und haben dann irgendwann mit dem Kreis zusammen haben wir dann auf Etiketten, Handgläser davon zeichnen und aufkleben und haben dann schnell gemerkt, wir müssen da ein bisschen professioneller als Werk. Ganz unerwartet wird der Heuschnaps zum Geheimtipp. Und Geheimtipps werden nicht einfach ausgeplaudert. Was ist denn da drin? Also ich gebe immer die lustige Antwort, das sagen wir nicht, weil es ist geheim. Ja, es gibt viel Zeit braucht es und 2-3 geheime Zutaten und dann kommt der Heuschnaps raus. Ja. Aber Heu ist drin. Er schmeckt nach Heu. Es ist extrem Heu drin. Im hoteleigenen Weinkeller lagert der Trockengras-Spiritus neben konventionelleren Perlen der hohen Trinkkultur. Genau wie Wein kein Durstlöscher ist, ist Heuschnaps kein normaler Absacker. Ja, wir dürfen den nach dem Essen konsumieren. Er ist sehr fein als Heuschnaps-Sauer. Er kommt sehr gut mit Ginger Ale. Es gibt einen Heuperinia. Unser Barkeeper Fabian erfüllt auch jeden erdenklichen Wunsch. Ja. Der Erfolg mit der hoteleigenen Schnapsidee hat aber auch seine Schattenseiten. Vom Gastgeber erwartet manch trinkfreudiger Kunde ein Höflichkeitsschnäpschen. Es gibt schon das eine oder andere Trick, dass Eistee die gleiche Farbe hat zum Beispiel und ich aus Versehen, wenn eine Band Sport anfängt zu spielen, zum Beispiel nicht, wenn ich eine Heuschnapsrunde offerieren an 250 Leute und aus Versehen Eistee offeriert, weil wir etwa die mal eine gefakte Flasche haben, dass wir nicht wirklich bei jeder Heuschnapsrunde mittrinken müssen und dann wirklich unter dem Tisch liegen während dem Arbeiten. Oder? Aber jetzt gleich Hand aufs Herz, wie viel Heuschnaps, wann hat man es dann auch mal gesehen? Gibt es so Tage, wo man denkt, jetzt mache ich mal ein paar Tage Pause? Das gibt jeden Tag eigentlich. Also sobald das erste Wort kommt, wir trinken einen Heuschnaps, dann denkst du, oh nein, bist du gut, nicht schon wieder. Dann trinkst du einen und dann nimmst du meistens noch einen zweiten. Und irgendwann lässt das Auto wieder losstehen. Ja.